Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der September gilt historisch gesehen ja als eher schwächerer Börsenmonat, neigt sich jetzt aber dem Ende zu. Ob das jetzt für steigende Kurse beim DAX spricht und wie die Stimmung an der Börse allgemein aktuell ist, darüber spreche ich mit Arthur Brunner von der ICF Bank. Herr Brunner, Arthur, schön, dass du da bist. Hallo, Kübler. Ja, wir sprechen erstmal über den deutschen Leitindex. Im September stand jetzt etwa 3% nachgegeben. Also der September macht seinem Ruf als schwacher Börsenmonat alle Ehre. Zuletzt hat der DAX sich aber etwas aufgerappelt. Gestern 0,7% stärker aus dem Handel gegangen, am Freitagmorgen auch 0,7% fester. Zeitweise, wie bewertest du die aktuellen Entwicklungen beim DAX? Ich glaube, dass es nur eine Gegenbewegung ist nach den deutlichen Verlusten. Der DAX bewegt sich nach wie vor unter der 200-Tage-Linie und ist nach wie vor technisch gesehen angeschlagen. Also bist du gar nicht so optimistisch jetzt mit Blick auf den Oktober und eine mögliche Jahresendrallye? Ich sehe das, ich teile diesen Optimismus nicht, weil wir sehen natürlich, was gerade auf der Zinsseite, einen deutlichen Anstieg weltweit und nach wie vor ist die Inflation auch sehr hoch, obwohl sie jetzt rückläufig ist, aber man kann, was den Preisauftrieb betrifft, kann man noch nicht von einer Entwarnung sprechen. Die Inflation in Deutschland hatte sich zuletzt ja abgeschwächt auf 4,5%, das hatte gestern für eine gute Stimmung an der Börse gesorgt. Jetzt schauen wir noch auf einige Konjunkturdaten, wie zum Beispiel die Verbraucherpreise aus der Eurozone, Arbeitsmarktdaten aus Deutschland. Oder was für Konjunkturdaten hast du im Fokus? Ja, nächste Woche dann die US-Arbeitsmarktzahlen, die dann kommen. Das ist natürlich interessant. Bisher war ja die US-Konjunktur sehr robust. Deshalb hat auch die Notenbank Fed genügend Argumente für eine Zinserhöhung. Und das gibt es natürlich zu beobachten. Was denkst du, wie dieser Arbeitsmarktbericht ausfallen wird oder zumindest wie die Fed darauf reagieren wird? Nimmst du diese Warnung von einem weiteren Zinsschritt in diesem Jahr ernst oder ist das wirklich nur eine quasi Vorwarnung und am Ende nur heiße Luft? Ja, wir haben dieses Jahr deutliche Zinssteigerungen gesehen, gerade jetzt im September, gerade in dieser Woche. Die Zinskurve in Deutschland hat sich geflacht. Das heißt, am langen Ende sind die Zinsen sogar sehr deutlich gestiegen. Und das ist kein gutes Zeichen für die Aktien. Weil wenn man jetzt sieht, gestern haben wir bei der 10-jährigen Bundrendite teilweise die 3 schon gesehen, 3%. Und auf so einem Niveau ist es natürlich schwierig für die Aktienmärkte, neue Hochs zu erzielen. Du hast gerade die Anleihenmärkte angesprochen. Du bist ja auch Experte für Anleihen. Wie sind denn die Entwicklungen da aktuell? Du hast gerade schon einen Anstieg von 3% angesprochen. Und wie wertet man die eigentlich als Aktienanleger? Muss man die Entwicklung da wirklich im Blick haben täglich? Das sollte man, weil die Märkte beeinflussen sich ja gegenseitig. Und wenn wir sehen, dass die Rentenmärkte deutlich verlieren, das heißt, die Renditen steigen, das ist natürlich für den Anleger auch attraktiv. Man kann zum Beispiel jetzt für 10 Jahre sein Geld festlegen in Bundesanleihen und erzielt fast 3% pro Jahr. Und das ist natürlich auch eine Alternative zum Aktienmarkt. Und es zeigt auch, dass Kapital im Moment nicht nachgefragt wird. Deswegen sind die Zinsen natürlich auch so am Steigen. Also generell ein risikoärmeres Investment, deswegen vielleicht interessant für Anleger. Die Zinsen auch attraktiv, sagst du. Aber beim DAX haben wir jetzt seit Jahresbeginn ja auch schon ein deutliches Plus, was deutlich über 3% liegt. Meinst du, da gibt es noch alternative Aktienmärkte für Anleger oder bestimmte Werte, die für dich vielleicht im Fokus stehen? Ich glaube, im Moment ist es sehr schwierig für die Anleger. Im Moment sind eher die defensiven Werte gefragt und keine zyklischen, weil wir doch, wir sind in einer Rezession in Deutschland und das spürt man. Und ich glaube, der Herbst wird auch hier noch für einige negative Überraschungen sorgen. Und deswegen bin ich also hier nicht sehr optimistisch, was die zukünftige Entwicklung betrifft. Wir müssen jetzt erst mal sehen, wie diese Zinssteigerung gerade am langen Ende jetzt verarbeitet wird, weil auf die Unternehmen kommen natürlich auch bei der Refinanzierung deutlich gestiegene Kosten zu. Arthur, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Du bist jetzt eher bearish beim DAX oder generell für die Aktienmärkte. Da sollten Anleger auf jeden Fall abwarten, wie sich die US-Notenbank Federal Reserve im November positioniert. Ob noch ein weiterer Zinsschritt kommen könnte, der dürfte nämlich auf die Märkte drücken.
Und bis dahin kann man mal auf die Anleihemärkte schauen. Die sind gerade attraktiv aufgrund der Renditen und die Risiken sind da etwas geringer als am Aktienmarkt, richtig? Ja, man kann zum Beispiel auch bei Bundesanleihen 3% auf 10 Jahre erzielen und man hat ja seitens des Emittenten hier kein Risiko und das ist schon eine Alternative und es ist auf jeden Fall für die Anleger zu empfehlen, auch mal die Rentenmärkte zu beobachten. Arthur Brunner, vielen herzlichen Dank für das Interview. Bitteschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Gespräch mit Arthur Brunner von der ICF Bank. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und wir hoffen, dass Ihre Marktmeinung im Oktober auf jeden Fall aufgeht. Bis dahin, machen Sie es gut.